Halima al-Sa'diyya verließ mit anderen Frauen ihres Stammes Banu Sa'ad, ihrem Ehemann und ihrem kleinen Sohn ihre Heimat, um als Kindermädchen fremde Säuglinge zu suchen. Es war ein Jahr der Dürre. Sie hatten eine alte Kamelstute, die keinen Tropfen Milch mehr gab. Nachts konnten sie nicht schlafen, weil ihr Kind vor Hunger weinte. Ihre Brust war leer und auch das Euter der Kamelstute. Doch sie hofften auf Regen und dass ihre Reise ein glückliches Ende nimmt. Sie ritt auf einem Esel. Sie war aber so schwach und so abgemagert, dass sie den Zug der Karawane verzögerte und den anderen zur Last fiel. Endlich also erreichten sie Mekka und suchten nach Säuglingen. Ihnen alle wurde ein Kind angeboten. Doch als sie erfuhren, dass es ein Waisenkind war, lehnten sie ihn alle ab. Sie wollten doch den Lohn vom Vater haben. Und so sprachen sie alle: Ein Waise? Was können seine Mutter und sein Großvater uns schon geben? Schließlich hatten alle Frauen, die mit Halima gekommen waren, einen Säugling gefunden, nur sie nicht. Als sie sich zum Aufbruch versammelten, bat sie deshalb ihren Ehemann: Bei Allah, ohne einen Säugling kehre ich mit meinen Gefährten nicht zurück. Lass mich deshalb jenes Waisenkind holen und es mitnehmen. Ihr Mann antwortete daraufhin: Ich habe nichts einzuwenden. Vielleicht wird Allah uns dafür segnen. So holten sie ihn, das Waisenkind. Allein aus dem Grund, weil sie kein anderes Kind gefunden hatte. Nachdem sie mit ihm zu ihrem Gepäck zurückgekehrt waren, setzten sie ihn auf ihren Schoß. Und subhanallah, ihre Brüste gaben so viel Milch, wie das Kind nur wollte. Das Waisenkind und auch ihr eigener Sohn tranken, bis sie gestillt waren und einschliefen. Dabei hatte sie vorher wegen ihrem Kind nie Schlaf gefunden. Und als ihr Mann zu jener alten Kamelstute ging, da war auch sie voll mit Milch. Er molk so viel die beiden trinken konnten, bis sie vollständig gesättigt waren und daraufhin einschliefen. Als sie wach wurden, sagte ihr Mann: Wisse, Halima, bei Allah, du hast einen gesegneten Menschen an dich genommen. Woraufhin sie antwortete: Bei Allah, ich hoffe es. So brachen sie auf. Sie ritt auf ihrem Esel und trug das Waisenkind bei sich. Ihr Reittier lief so schnell, dass ihre Begleiter nicht mehr mithalten konnten und ihre Gefährten in ihr zuriefen: O Halima, nimm doch Rücksicht auf uns. Ist das denn nicht derselbe Esel, mit dem du von zu Hause aufgebrochen bist? Doch bei Allah, er ist es. Ihre Gefährtinnen wunderten sich und sprachen über sie: Wahrlich, Großes wird mit ihr geschehen. Dann erreichten sie ihre Lagerplätze im Gebiet ihres Stamms Banu Sa'ab. Als sie nun mit dem Waisenkind ankam, kehrten ihre Ziegen und Schafe am Abend fett und voll mit Milch von der Weide zurück. Während sie molken und tranken, fanden die anderen in den Eutern ihrer Herde keinen einzigen Tropfen. Und auch als sie ihren Hirten befahlen, dorthin zu ziehen, wo ihr Hirte das Vieh weiden ließ, kamen ihre Herden hungrig zurück und hatten keinen Tropfen Milch, während die von Halima fett und reich an Milch waren. 2 Jahre lang erfuhren sie Allahs Gnade, bis sie das Waisenkind entwöhnte. Er wuchs heran, wie kein anderer Junge, und war bereits ein kräftiges Kind. Als sie ihn einmal zu seiner Mutter brachte, fürchtete sie nach all dem Segen, den sie durch ihn erfahren hatte, dass sie ihn nicht mehr bei ihr lassen würde. So bat Halima die Mutter des Waisenkindes: Lasse ihn doch bitte bei mir, bis er größer ist, denn ich habe Angst um ihn wegen der Pest in Mekka. Sie redete so lange auf sie ein, bis sie ihn wieder mitgab. Nach Jahren erfuhr Halima al-Sa'diyya, warum das Waisenkind so gesegnet war. Das Waisenkind, das keiner wollte, war niemand Geringeres als Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs. Allah Segen und Frieden auf ihn.